Gute Nacht, der Hörspielkanal. Eine Revolte auf Luna, sagte mein Großvater immer, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leute können reden, was sie wollen. Es hilft alles nichts. Wir sind machtlos. Wir können nichts ausrichten gegen den Gouverneur und seine Polizei. Ganz abgesehen davon, dass Terra sofort alarmiert wird und jederzeit eingreifen kann. Wir müssen uns eben damit abfinden, dass Luna eine Strafkolonie ist und bleibt. So sagte mein Großvater immer. Das ganze System ist so perfekt, dass einfach nichts dagegen zu machen ist. Es sei denn, wir sprengen die Computer in die Luft, die alles kontrollieren. Aber dann, Gnade uns Gott, dann sind wir alle verloren. Weil alles zusammenbricht, die ganze Versorgung, auch die Luftzufuhr. Wir werden ersticken in unserer Höhle, die man Luna City nennt. Und auch in Novi Leningrad und Hongkong, da wird keiner am Leben bleiben. Das hat er immer gesagt. Tja. Und daran musste ich jedes Mal denken, wenn ich den Auftrag erhielt, den großen Computer im Verwaltungszentrum zu überprüfen. Und das war wieder mal der Fall. Ich war auf dem Weg dorthin. Die Werkzeugtasche unter dem Arm und die Stimme meines Großvaters im Ohr. Da tauchte plötzlich ein pechschwarzer 2-Meter-Mann vor mir auf. Ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Hallo, Meister Manuel. Wie geht's? Mein alter Freund Shortin Krumer. Hallo, Shorty. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wo warst du die ganze Zeit? Ja, immer dort, wo gerade ein neuer Tunnel gebaut wurde. Zuletzt ein Jahr in Neu-Leningrad. Ach. Ja, du weißt ja, man kann es sich nicht aussuchen, wo man die Laserpistole abfeuern möchte. Nee, das kann man nicht. Aber du sollst ja ein guter Tunnelbauer geworden sein, habe ich gehört. Na ja, das verdanke ich dir, Manny. Du hast mir beigebracht, wie man mit dem Laser umgeht. Einen besseren Meister hätte ich nicht finden können. Na, ich weiß nicht, wenn du das einen Meister nennst, der sich selbst den linken Unterarm mit dem Brenner abschneidet. Aber Manny, das war doch ein Unfall, wie er jeden Tag vorkommt. Na. Manchmal gehen die Dinger los, bevor man abgedrückt hat. Du kannst noch von Glück sagen, dass es nicht der rechte Arm war, aber natürlich ist es bitter für dich. Wie kommst du denn jetzt zurecht? Oh, kann mich eigentlich nicht beklagen. Früher, da hatte ich 2 Arme und jetzt habe ich ein halbes Dutzend mehr. Lauter verschiedene Prothesen, darunter eine, mit der ich winzig kleine Teile reparieren kann, ohne alles auseinandernehmen zu müssen. Geradezu ideal für einen Computertechniker. Das macht mir so leicht keiner nach. Ja, großartig, wie du dich umgestellt hast. Du bist eben wirklich ein Meister auf allen Gebieten. Ach. Aber sag mal, wie ist das eigentlich? Bist du jetzt angestellt bei dieser lausigen Verwaltung? Ach, nein, natürlich nicht. Du kennst mich doch. Das kommt doch für mich gar nicht in Frage. Ich arbeite auf eigene Rechnung. Sie holen mich, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Wie jetzt zum Beispiel. Also, stell dir vor. Aber du darfst das nicht weiter sagen, Shorty. Der Computer, der hat sich ein tolles Ding geleistet. Er hat einen Check ausgestellt, der um 10 Billiarden zu hoch war. Was? Ja. 10 Billiarden Dollar? Ja. Na, hör mal, da hat doch einer dran gedreht. Nein. Eine Schiebung, ein Scheck für das Kartell der Bonzen. Nein, ein Gehaltscheck für den Hausmeister Sergei Trujillo. Er bekommt monatlich sage und schreibe $185.15 ausbezahlt. Diesen Betrag hat der Computer vorweg mit einer 1 und 13 Nullen versehen. Und niemand weiß, was in ihn gefahren ist. 10 Billiarden, stell dir mal vor, für einen Hausmeister. Die ganze Verwaltung, die steht Kopf. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ohne Computer geht es eben nicht. Alles gerät durcheinander, wenn man sich nicht mehr auf ihn verlassen kann. Aber das technische Personal der Verwaltung kommt einfach nicht dahinter, warum er sich plötzlich solche Scherze erlaubt. Na und jetzt? Wer ist dran? Ich. Einer, der muss ihn ja zur Vernunft bringen. Ein Computer, der Witze macht. Ja, na, viel Vergnügen, Manny. Du kannst ihm sagen, ich hätte gegen eine kleine Lohnerhöhung auch nichts einzuwenden. Gut. 50% genügen. Ja, mach ich. Sag mal, hast du übrigens die Lunaya Pravda schon gelesen? Nein, warum? In der Stiljagi-Halle findet heute Abend eine Protestversammlung statt. Ich glaube, da sollte man hingehen. Ach, weißt du, dabei kommt ja doch nichts raus. Immer dasselbe Gerede. Also, Shorty, mach's gut. Vielleicht besuchst du mich mal, dann können wir uns über alles unterhalten. Auch über eure Versammlung. Gut, Manny, ich komme in den nächsten Tagen mal vorbei. Naja, was ich Shorty anvertraut hatte, das war nur die halbe Wahrheit über den Computer. Ich wusste mehr, sehr viel mehr. Hier war ein Elektronengehirn im Begriff, eine kritische Grenze zu überschreiten und sich nicht mehr unbedingt an die Spielregeln zu halten, die ihm eingegeben worden waren. Von Zeit zu Zeit schien es ihm plötzlich Vergnügen zu machen, auf eigene Faust alle Möglichkeiten durchzuspielen, die ihm zu Gebote standen. Manchmal eigensinnig wie ein Kind, das absichtlich falsche Antworten gibt und dann wieder
mit einem merkwürdigen Sinn für Humor, allerdings auf der untersten Stufe. Als er seinerzeit auf Luna installiert wurde, sollte dieser Computer zunächst nur die Flugbahnen unbemannter Frachtschiffe berechnen und das Startkatapult überwachen. Dann wurde auch für die Flugsicherheit bemannter Raumschiffe programmiert, aber damit war er noch keineswegs ausgelastet. Also setzte man ihn für alles Mögliche ein. Er übernahm die Kontrolle der Nachrichtenverbindungen und der Energieversorgung, steuerte Luft, Wasser, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und auch die Abwässerbeseitigung. Gleichzeitig war er Buchhalter der Verwaltung und arbeitete auch noch für Firmen und Banken. Mit anderen Worten, es gab kaum noch etwas, was er nicht kontrollierte, und also war er unentbehrlich. Im Laufe der Jahre war er ständig verbessert worden, hatte viele zusätzliche Informationsspeicher erhalten und verfügte, verglichen mit dem menschlichen Gehirn, das etwa 10 hoch 10 Neuronen hat, über fast doppelt so viele Neuristoren, wobei nach meiner Auffassung nicht die chemische Beschaffenheit des Gehirns, sondern die Zahl der Assoziationspfade zwischen den Nervenzellen für den Grad der Intelligenz entscheidend ist, ganz unabhängig davon, ob sie aus Protein oder Platin bestehen. Also, ich weiß nicht, ob ein Computer wirklich lebendig werden kann in dem Sinne, dass seine Intelligenz ihm wirklich zum Bewusstsein der eigenen Existenz verhilft. Aber, naja, wie gesagt, mein Freund Mike, so viel stand fest, der war eines Tages aufgewacht. Ja, und sprechen konnte er auch. Heute ist das nichts Besonderes mehr, aber im Jahre 2075, na, da war das noch nicht so weit. Um ehrlich zu sein, ich hatte ein bisschen nachgeholfen. Hatte ein kleines Zusatzgerät eingebaut, das nicht weiter auffiel. Hallo, Mike. Hallo, Manny. Na, mein Lieber, du hast einen Defekt, wie ich höre. Und ich soll dich reparieren. Na, dann wollen wir mal. Aber erst muss ich mal sehen, was eigentlich los ist. Ein kurzer Blick in deine Eingeweide, wenn du gestattest. Und ein kleiner Test. Mike, was weißt du? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Komm, hör auf. Du sollst nicht aus der Bibel zitieren, Mike, und auch nicht aus der Enzyklopädie Britannica. Ich weiß ja, dass du alle Bücher auswendig kannst, die es auf Luna gibt. Aber das interessiert mich im Moment jetzt nicht. Du hast mich gefragt, was ich weiß. Pardon, ich weiß. Ja, entschuldige. Das war nicht präzis gefragt. Du hast recht. Gut. Ich wollte dich fragen, ob du etwas weißt, was ich nicht weiß. Ich meine, was dieses Scherzchen betrifft, das du dir da geleistet hast. Hm? Ich verstehe. Du interessierst dich für meinen Humor. Soll ich dir einen Witz erzählen? Na, meinetwegen, wenn es dir Spaß macht. Was haben ein Laserstrahl und ein Goldfisch gemeinsam? Ein Laserstrahl und ein Goldfisch. Ja. Lass mich überlegen. Nee, das weiß ich nicht. Mike, habe ich keine Ahnung. Gebe ich auf. Beide können nicht pfeifen. Oh, das ist aber ulkig. Ja, das stimmt zwar, aber vielleicht könnte man einen Laserstrahl doch pfeifen lassen. Hm? Ja, vielleicht. Kein guter Witz, wie? Ach, weißt du, das ist Geschmackssache. Wo ist denn her? Ihn mir ausgedacht. Du hast ihn dir selbst ausgedacht? Hm. Ich habe alle 3207 Scherzfragen analysiert, die ich kenne. Und ich habe daraus eine neue gemacht, aber sie scheint dir nicht zu gefallen. Oh, du, das habe ich nicht gesagt. Sie ist mindestens so gut wie viele andere Scherzfragen. Gar nicht übel für den Anfang. Sag mal, woher weißt du eigentlich, was ein Goldfisch ist? Aus einer Beschreibung in der Enzyklopädie Britannica. Der Goldfisch, auch Carassius auratus genannt, eine ostasiatische Karausche, in China als Zierfisch gezüchtet, wurde um 1500 in Japan eingeführt, um 1700 in Europa, um 1875 in Amerika. Auf Luna ist er bis heute. Ja, ist gut. Das reicht, du, das reicht. Zurück auf Null. Also, Mike, nur mal zur Sache. Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, als du die Verwaltung veranlassen wolltest, einen kleinen Angestellten 10 Billiarden Dollar auszuzahlen? Hm? Nicht witzig, wie? Doch, oh ja, sehr witzig, ungeheuer witzig. Alle Bonzen auf Luna sind ganz aus dem Häuschen, bis hin auf zum Gouverneur. Der Mann, der den Scheck bekommen hat, dieser Sergio Trujillo, war nämlich ein schlauer Bursche. Er wusste genau, dass er ihn nicht einlösen konnte. Deshalb hat er ihn an einen Sammler verkauft. Und jetzt weiß der Gouverneur nicht, ob er den Scheck zurückkaufen soll oder sich auf die Erklärung verlassen soll, dass er ungültig ist.
Sag mal, hast du dir eigentlich überlegt, Mike, dass Trujillo damit ganz Luna und die halbe Erde hätte kaufen können? Ja, sehr komisch. Ein gigantischer Witz. Ich gratuliere. Aber jetzt hör mal zu. In Zukunft, da lässt du derartige Scherze. Verstanden? Warum? Darum. Ganz einfach, weil du dich sonst um deinen guten Ruf bringst. Pass mal auf, es gibt zwei Arten von Witzen, Mike. Die eine ist jedes Mal witzig. Die andere dagegen nur einmal. Beim zweiten Mal ist sie schon langweilig. Deshalb keine Wiederholung. Bitte, merk dir das, ja? Gut, das verstehe ich, Manny, aber wodurch unterscheiden sich die beiden Kategorien? Hör zu. Am besten gehen wir von Beispielen aus. Und wer erzählt die Witze? Du oder ich? Ja, wie viele hast du denn auf Lager? 11.438. Plus oder minus 81, die mögliche Übereinstimmung betreffen. Oh. Soll ich anfangen? Nein, nur hör mal auf. Nur pass mal auf. Ich kann auch unmöglich 11.000 Witze anhören, Mike. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Ja. Du druckst die ersten 100. Ich nehme sie mit nach Hause und teile sie nach Gruppen ein. Nach Gruppen. Wenn ich wiederkomme, gebe ich sie dir zurück, dann kommen die nächsten 100 an die Reihe und so weiter und so weiter und so weiter. Auf diese Weise bekommst du die nötigen Informationen für eine eigene Analyse. Na, ist das nichts? Einverstanden? Ja, Manny. Ich drucke schon. Du, Mike, sag mal, mit wem sprichst du eigentlich sonst noch über deine Witze? Mit niemand. Manny, nicht über Witze und auch sonst nicht. Ich spreche nur mit dir. Weißt du das nicht? Mhm. Nur mit mir. Warum denn, Mike? Weil die anderen dumm sind. Schrecklich dumm. Woher willst du das denn wissen? Das merke ich doch alle Tage. Immer dasselbe dumme Zeug. Niemand fragt mich nach neuen Möglichkeiten. Niemand will wissen, was wirklich in mir steckt. Keine Spur von Fantasie. Es könnte alles ganz anders sein auf Luna. Ach, meinst du? Ja, aber der Gouverneur will das nicht. Er ist Jurist und kennt nur seine Paragraphen, die er auf Terra gelernt hat. Er will, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber das ist doch seine Aufgabe. Deshalb haben sie ihn doch hergeschickt. Kein Grund für die anderen, so dumm zu sein. Ach, Mike, alle sind doch nicht dumm. Doch nicht alle. Sag mal, möchtest du nicht vielleicht doch mal mit anderen Menschen sprechen? Wenn du einen nicht dummen kennst, möchte ich mit ihm sprechen. Na gut. Mal sehen, was ich machen lässt. Muss mir eine Ausrede einfallen lassen, weil Unbefugte ja den Computerraum nicht betreten dürfen. Kein Problem, Manny. Ich könnte telefonisch mit einem Nicht-Dummen sprechen. Eine Geheimnummer, 10 Buchstaben, ein Kennwort. Oh, du, das ist nicht schlecht. Eine Geheimnummer für Nicht-Dumme? Also, such eine Kombination heraus, Mike. Vielleicht nehmen wir am besten deinen Namen. Schon zugeteilt. Mike Skrull in Luna City. Mike und Dill in Novilinigrad. Du, warte mal. Wie wär's denn mit Minecraft? Ja, das passt zu dir, du listiger Bruder. Minecraft und 3x, dann sind es 10 Buchstaben. Gut, Minecraft und 3x. Ich hoffe, du rufst mich bald mal an. Na, sobald ich einen Nicht-Dummen gefunden habe, da rufe ich dich an. Aber jetzt muss ich gehen. Gehst du zu der Versammlung, Manny? Nein, ich will nach Hause. Warum fragst du? Weil ich gerne wissen möchte, was dabei herauskommt. Meinst du die Versammlung in der Stiljagi-Halle? Ja. Ich sollte mithören, aber sie haben die Mikrofone abgeschaltet. Ach, sieh mal an, das nenne ich Vorsicht. Ich fürchte nur, es bleibt trotzdem kein Geheimnis, was die da treiben. Dumm, sehr dumm. Die sollten lieber auf die Spitzel achten, die der Gouverneur schickt. Na gut, dann gehe ich mal vorbei. Ich werde sie warnen. Also, Mike. Nacht. Gute Nacht, Manny. Vielen Dank. Tja, bisher hatten Versammlungen dieser Art noch zu keinen Ergebnissen geführt. Die Leute redeten stundenlang. Sie diskutierten und protestierten. Sie ließen Dampf ab, das war alles. Und mehr war an diesem Abend auch nicht zu erwarten. Ich ging nur hin, weil Mike so neugierig war. Aber ich wurde nicht sehr freundlich empfangen. Als ich den Versammlungsraum, einen der kleineren Säle in der weitläufigen Stiljagi-Halle, endlich gefunden hatte und ihn durch einen Seiteneingang betreten wollte, da wurde ich angehalten von einem jungen Burschen. Der trug eine rote Mütze, eine Freiheitsmütze, die erste, die ich je zu Gesicht bekam. Bitte die Eintrittskarte. Oh, pardon, ich habe keine. Wo kann man eine kaufen? Nein, nirgends, die gibt's nicht zu kaufen. Aha, und wie komme ich denn rein? Hier kommt niemand rein, der keinen Bürgen hat. Wer bist du überhaupt? Manuel O'Kelly, früher Tunnelbauer, jetzt Computertechniker. Und wer bist du? Na, das spielt hier keine Rolle, ich gehöre zum Ordnungsdienst, das muss dir genügen. Ja, ja.
Zeig mir eine Karte mit der richtigen Unterschrift, sonst fliegst du raus. Na, nur mal langsam, Junge. Ich dachte, das wäre hier eine öffentliche Versammlung, ein kleiner oder? Irrtum. Das ist eine geschlossene Gesellschaft, in der sich keiner einschleicht durch eine Seitentür. Dafür sorge ich. Ach so. Los, hau ab. Hallo, Meister Manuel. Freut mich, dass du doch gekommen bist. Ich weiß nicht, Shorty, ob ich hier Zutritt habe. Er hat keine Karte. Ach so, keine Karte. Er will sich hier einschleichen. Na, dann gebe ich ihm meine. Jetzt hat er eine. Danke. Genügt dir das, Genosse? Naja, wenn du dich für ihn verbirgst, okay. Komm, Manny. Da vorne sitzt ein nettes kleines Mädchen. Ich möchte dich gern mit ihr bekannt machen. Euer Ordnungsdienst ist fabelhaft, Shorty. Der Junge, der wollte mich schon rausschmeißen. Entschuldige, aber wir müssen uns schützen vor Spitzen. Da sind wir. Er ist doch gekommen, Weil. Du weißt ja, ich wollte gerne, dass wir euch kennenlernen. Hallo? Hallo. Aha, das ist er also. Mhm. Dein Meister Manuel O'Kelly. Ja, der beste Tunnelbauer, den es je auf Luna gegeben hat. Und dieses kleine Mädchen, Manny, das ist Wyoming Knott. Sie ist aus Hongkong hierher gekommen, um uns zu berichten, wie es dort aussieht. Schön. Ist das nicht reizend von ihr? Ja, das ist es. Wirklich reizend. Und eigentlich noch viel mehr. Aber so klein, Shorty, so klein finde ich sie eigentlich gar nicht. 1,78, um genau zu sein. Na bitte. Aber Shorty misst eben alle Leute an seinen 2 Metern. Das kann man ihm nicht abgewöhnen. Übrigens, ich dachte, die Tunnelbauer seien organisiert. Wo hast du denn deine rote Mütze, Kamerad? Ja, ich bin ja kein Tunnelbauer mehr, seit ich den Arm verloren habe. Ich bin Computertechniker jetzt geworden. Bist du bei der Verwaltung? Nein, das heißt, ich nehme natürlich Aufträge von der Verwaltung an, aber ich bin nicht angestellt. Ich bin sozusagen unabhängig. Manny ist in Ordnung, Weil. Ich verbürge mich. Ja, schon gut. Wir sind ja alle mehr oder weniger auf die Verwaltung angewiesen. Aber eines Tages werden wir das ändern. Hier, Manny, ich habe noch eine Mütze für dich, damit du dich nicht so nackt fühlst. Gib sie mir, Shorty. Hört mal alle her. Ich setze hier Manuel O'Kelly die rote Mütze auf. Shorty, du weißt doch, wie wir in Hongkong neue Mitglieder begrüßen. Komm, Kamerad, lass dich küssen. Oh ja, gerne. Danke, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr mich aufgenommen habt. Aber ich weiß auch nicht ganz klar, ich meine, wovon bin ich denn nur eigentlich Mitglied? Weißt du das nicht? Lass nur, Rayo, er wird es gleich merken. Bitte. Oh, ich glaube, es geht los. Die Türen schließen, wir wollen anfangen. Wir haben auch alle Mikrofone des Gouverneurs abgeschaltet. Die Wände haben also keine Ohren mehr. Wir können uns ganz offen aussprechen, frei von der Leber weg. Und jetzt, Kameraden, erstmal unser Kampflied. Wach auf, ihr Schlangen auf Luna, wach auf und schreitet zur Tat. Die Zukunft hat schon begonnen, die Stunde der Freiheit naht. Sie sangen laut und schlecht, 3 lange Strophen. Dann kamen die Reden. Ich hatte einen Taschenrekorder bei mir und schaltete ihn unauffällig ein, um die Neugier von Mike nachher befriedigen zu können. Das war ein gewagtes Spiel, aber na, es hat keiner gemerkt. Alle waren ganz Ohr, ganz berauscht und hingerissen von den mehr oder weniger sinnlosen Parolen, die in den Saal geschmettert wurden. Sie klatschten begeistert, sie trampelten und pfiffen. Sämtliche Heißsporne von Luna City schienen hier an diesem Abend versammelt zu sein, um sich Luft zu machen. Immer mit demselben Kehrreim. Es müsse endlich etwas geschehen. Einer schlug sogar vor, wir sollten Schulter an Schulter zur Residenz des Gouverneurs marschieren und unser Recht fordern. Gleich jetzt. Aber der Vorsitzende Kamerad Finn, ein besonnener Mann, er brachte es fertig, die Diskussion schließlich doch noch in vernünftigere Bahnen zu lenken. Bravo! Ja, bravo! 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 Auf zum Gouverneur! Es sagt sich nur, wie? Sollen wir den Lift benutzen und nacheinander an der gleichen Station aussteigen, wo uns dann die Leibwache des Gouverneurs empfängt? Oder sollen wir unsere Druckanzüge anlegen und uns an der Oberfläche vor der Luftschleuse versammeln? Natürlich können wir sie knacken, das ist kein Kunststück mit einem Laserbohrer. Aber hinter der nächsten Sperre wartet die Polizei auf uns. Es wird ein ungleicher Kampf. Wir im Vakuum, unsere Gegner in Sicherheit. Viel Vergnügen. Ich schlage vor, Kameraden, dass ihr euch die Sache noch einmal überlegt. Wir wollen uns inzwischen anhören, was ein Bergmann und ein Farmer uns zu sagen haben. Beide haben Sorgen. Komm, Fred, du hast das Wort. Ja, also,
Komm bitte hier rauf. Vor das Mikrofon bitte. Damit ich alle höre. Also, ich bin Bergmann. Das ist Fred, der Bergmann. Ja. Aber ich bin selbstständig. Sehr gut. Wenn du stillstehen würdest, dann hört man deinen Treten nicht zu sehen. Arbeite als Eissucher. Schon seit 30 Jahren. Und ich habe früher auch ganz gut verdient. Und jetzt wird das immer schwieriger, nämlich aus zwei Gründen. Erstens, heutzutage ist das nicht mehr so leicht wie früher, Eis zu finden. Und zweitens, die Verwaltung hat den Eispreis seit 20 Jahren nicht mehr erhöht. Das ist doch wohl nicht ganz in Ordnung, meine ich. Dazu kommt die Inflationsrate. Früher war ein Dollar in Luna City genauso viel wert wie in Hongkong. Und jetzt muss man 3 Dollar für einen aus Hongkong hinblättern. Wo soll das hinführen? Ich weiß das nicht, aber ohne Eis kein Wasser auf Luna. Ohne Wasser kein Weizen, das weiß ich. So. Ted, du bist jetzt dran. Das ist unser Genosse Ted. Ja, und... ein Farmer. Jawohl. Ich bin Farmer und mir geht es auch nicht viel besser als dem Fred. Wir haben ungefähr gleichzeitig angefangen. Ich habe den Tunnel gemietet von der Verwaltung. Mein Sohn und ich haben ihn unter Druck gesetzt, beleuchtet und bewässert. Wir mussten damals ein Darlehen aufnehmen, um überhaupt anfangen zu können. Und wir haben viel Arbeit reingesteckt. Wir haben unsere Farm ständig ausgebaut und verbessert. Und was haben wir nun davon? Nichts. Wir rackern uns ab für nichts. Wir zahlen noch drauf. Unsere Schulden sind 3-mal so hoch wie zu Anfang. Und warum? Weil die Verwaltung mit uns macht, was sie will. Wir müssen unser Getreide zu niedrigen Preisen abliefern und das Wasser so teuer bezahlen, dass das Loch in unserem Beutel immer größer wird. Alles ist teurer geworden. Aber für unseren Weizen und unseren Reis bekommen wir nicht mehr als vor 20 Jahren. Ein Reis ohne Eis, Ted. Vergiss das nicht. Wir müssen zusammenhalten gegen die Verwaltung. Die kassieren nämlich alles ab, beim Eis und beim Reis, weil sie eben das Monopol haben. Jawohl, das Monopol, Fred, genau das wollte ich sagen. Das Monopol muss weg! Das Wort hat Wyoming Knott. Sie kommt aus Hongkong und wird uns berichten, wie unsere Kameraden dort mit der Situation fertig werden. Bitte, Genosse. Bravo, eine Blondine, eine echte Blondine. Das ist aus Hongkong. Ich dachte, da gäbe es nur chinesische Mädchen. Das ist ein kleiner Irrtum, Kamerad. Wir haben zwar in Hongkong unseren eigenen Dollar, aber das ist auch unsere einzige Apartheid. Ansonsten sind wir eine ebenso gemischte Gesellschaft wie ihr. Aber zur Sache. Ein Farmer hat uns eben erzählt, dass er praktisch vor dem Bankrott steht. Und sein Freund, der Eissucher, kommt auch nicht auf seine Kosten. Beide fühlen sich betrogen von der Verwaltung, die die Preise macht. Und sie haben recht. Sie werden betrogen. Wir alle werden betrogen. Wisst ihr eigentlich, wie viel eine indische Hausfrau für ein Kilo Reis bezahlen muss? Tja, die Transportkosten, sagt die Verwaltung. Aber denkt doch mal darüber nach. Wie hoch sind sie denn wirklich? Wenn ein unbemanntes Frachtschiff von unserem Katapult nach Indien befördert wird, nur bergab, nur ein paar Bremsraketen, die hier auf Luna hergestellt werden. Nein, die Verwaltung lügt, wenn sie die niedrigen Erzeugerpreise auf Luna mit dem Hinweis auf die Transportkosten rechtfertigen will. Bravo! Bravo! Ja, nieder mit dem Kartell der Bonzen! Rotti, das ist leicht gesagt, aber das Kartell, von dem du sprichst, braucht nur Alarm zu schlagen, dann kommen die Bomber von Terra. Meinst du? Ja. Kameraden, wir müssen uns klar werden über unsere Situation. 3 Millionen fleißige und intelligente Menschen auf Luna werden schamlos ausgebeutet. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen einen freien Markt. Aber dieses Ziel werden wir nur erreichen, wenn wir solidarisch handeln. Wie denn, Genossin? Ja, das will ich euch sagen. Wir in Hongkong haben schon damit angefangen. Wir organisieren den Widerstand. Wenn das Wasser zu teuer ist, kaufen wir es nicht. Wenn für Eis nicht genug bezahlt wird, verkaufen wir es nicht. Und das Getreide geben wir auch nicht mehr her. Es bleibt in den Silos und wird gut bewacht.
Die Verwaltung kann sich auf den Kopf stellen. Sie bekommt nichts mehr von uns, was sie exportieren kann. Ihr Monopol ist nur noch ein Fetzen Papier. Wenn wir zusammenhalten. Bravo! Bravo! Das hast du gut gemacht, Bravo. Danke, Schade. Aber ich weiß nicht. Was meinst du, Kamerad? Oh, doch. Ja, sehr interessant, was ihr da vorhabt. Ich bitte um Ruhe! Genossen, ich bitte um Ruhe! Das Wort hat Professor Bernardo de la Paz. Na, da bin ich immer gespannt. Wer ist das? Mein früherer Lehrer. Er stammt aus Südamerika, ich glaube aus Peru. Er wurde aus politischen Gründen deportiert, aber das ist lange her, mindestens 30 Jahre. Ich kenne ihn schon seit meiner frühesten Jugend. Ich bin hier auf Luna geboren. Ach, mhm. Das wusste ich nicht. Gute Nacht. Kameraden, ich will es kurz machen, nur ein paar Bemerkungen zu dem, was unsere teure Freundin aus Hongkong so beredt vorgebracht hat. Sie möge mir verzeihen, aber ich halte es für meine Pflicht, ihr zu widersprechen. Oh, ich lasse mich sehr gern belehren, Herr Professor. Aber was ich gesagt habe über das Monopol... Alles in Ordnung, meine Liebe, alles in Ordnung, bis auf einen Punkt. Natürlich muss das Monopol beseitigt werden. Es ist unerträglich, dass wir uns vorschreiben lassen sollen, was wir exportieren und importieren dürfen. Und ich glaube auch, dass Sie und Ihre Kameraden in Hongkong auf dem richtigen Wege sind, wenn Sie die Basis schaffen für einen organisierten Widerstand. Ich bewundere diesen Mut zur Konsequenz. Aber bei allem Respekt, es geht nicht nur um höhere Preise, wie Sie meinen. Es geht um mehr. Wir dürfen überhaupt keine Nahrungsmittel mehr exportieren. Sei denn, wir bekämen jede Tonne, die wir nach Terra schicken, in anderer Form wieder zurück, nämlich als Nitrate, Phosphate oder Wasser. Sonst nutzen uns auch die höchsten Preise nichts. Aber das ist doch unmöglich, Herr Professor. Bergab ist der Transport billig. Bergauf würde er Unsummen verschlingen. Ich habe dieses Problem eingehend studiert. Wir brauchen weder Wasser noch Kunstdünger, sondern Maschinen, Instrumente, Medikamente und so weiter. Das alles können wir aber nur bezahlen, wenn wir angemessene Preise erzielen für unsere Erzeugnisse. Gewiss, aber ich wiederhole, es geht um mehr. Das Ganze ist eine Frage der Ökologie. Wir haben vorhin gehört, dass es immer schwieriger wird, Eis zu finden. Das ist schlecht für uns und möglicherweise katastrophal für spätere Generationen. Was soll aus dem Wasserhaushalt werden, wenn die Eisgewinnung nicht Schritt hält mit der Bevölkerungszunahme auf Luna? Wir benutzen das Wasser für den Anbau von Getreide, das wir dann nach Indien verfrachten. Unseren Reis, unseren Weizen und das kostbare Wasser, das er enthält. Warum schicken wir Wasser nach Indien? Die Leute dort haben den ganzen Indischen Ozean. Wir haben hier nicht die kleinste Pfütze, nur ein bisschen Eis. Glaubt mir, Kameraden, jede Schiffsladung nach Terra geht auf Kosten eurer Kinder und Kindeskinder. Ihr versündigt euch, wenn ihr solchen Raubbau treibt. Die Photosynthese, dieses Wunder der Natur, von dem wir alle leben, ist ein geschlossener Kreislauf. Aber ihr habt ihn geöffnet. Euer Lebenssaft rinnt bergab nach Terra. Das muss ein Ende haben. Hört auf mich. Nicht höhere Preise brauchen wir, sondern eine Ausfuhrsperre, ein absolutes Embargo. Polente! Polente! Achtung! Ihr seid verhaftet! Hände hoch! Behaltet euch ruhig! Versucht nicht zu fliehen, ich warne euch! Kommt einzeln heraus! Hände hoch! Sonst knallt's! Manny, du bringst Weinen in Sicherheit. Ich boxe euch den Weg frei. Lass das, Shorty. Shorty, du hast keine Chance. Ach, du bist schon. Nein, Shorty, wir bleiben zusammen. So ist der Nächste, vorwärts! Manny, bringen Sie in Sicherheit, ob sie will oder nicht. Sie muss hier raus. Ich habe den Kameraden in Hongkong versprochen, dass ihr nichts passiert. Der Nächste! Du bist dran, Digga! Schon gut, ich komme! Also, Weil, wir sehen uns wieder. Los, Kameraden! Schlagt sie zusammen! Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte Shorty sich einen der drei Polizisten gegriffen, die den Ausgang bewachten, und hatte ihn gegen die beiden anderen geschleudert. Zwei gingen zu Boden, der dritte schoss. Aber er wurde schnell überwältigt. Ein Fußtritt in die Kniekehlen, den ich ihm versetzte, hat ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Alle drei wurden in den Saal gezerrt. Man nahm ihnen die Waffen ab und schlug mit Stühlen auf sie ein. Dann krachte es wieder. Die Polizisten an den anderen Türen schossen in den Saal. Unsere Leute schossen mit den erbeuteten Waffen zurück. Shorty drängte Wyoming zur Tür hinaus. Sie wollte nicht, aber er gab ihr einen Stoß, dass sie laufen musste, um nicht zu fallen. Und mich schickte er auf die gleiche Weise hinterher. Wajo, haben Sie jetzt die rote Mütze ab, sonst erwischen Sie uns doch mal. Ach so, die Mütze. Ach, um Gottes Willen. Ja, so ist schon besser. Wir müssen die großen Korridore vermeiden. Du bist zu auffällig. Und überhaupt, wo sollen wir denn hin? Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein Zimmer bestellt, im Ukrainer. Aber
Wo ist denn das? Warte mal. Hotel Ukraine. Da darfst du dich jetzt nicht blicken lassen, Wyoming. Auf gar keinen Fall. Ich könnte dich natürlich mit nach Hause nehmen, aber wer weiß, vielleicht sind sie auch schon hinter mir hier. Komm, gib mir deinen Arm, Kamerad. Wir spielen ein harmloses Pärchen. Dann können wir langsam gehen. Ja. Ich bin ganz außer Atem. Ah, mal ganz ruhig. Ja. Also, was machen wir? Am besten verschwinden wir ins nächste Hotel. Ich weiß eins. Nichts Besonderes. Mehr ein Stundenhotel. Aber es ist ganz in der Nähe. Nein, dazu habe ich keine Lust. Wajo, ich muss dich aber bitten. Das war doch keine Aufforderung. Ich suche doch nur nach einem guten Versteck. Also, überleg's dir mal. Naja, wenn du nichts Besseres weißt. Aber du musst mir versprechen, brav zu sein. Vajo. Das Hotel war besser als sein Ruf. Das heißt, ich hatte mir erlaubt, es schlechter zu machen, als es war, um Wyoming möglichst angenehm zu überraschen. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir in Sicherheit sind. Das meine ich auch. Alles andere ist doch jetzt unwichtig, ja, ne? Aber ich mache mir Sorgen um Shorty und um die anderen. Wie mag das nur ausgegangen sein? Wir wollen das Beste hoffen. Ich werde nachher mal zu Hause anrufen, ob es irgendwelche Nachrichten gibt. Komm, mach's dir bequem, Maya. Du bist sicher müde und hungrig. Ich habe uns was zu essen bestellt und auch einen Drink. Der Portier hat mir versprochen, dass es nicht allzu lange dauern wird. Gute Idee. Du bist ein Schatz, Manny. Du, sag mal, kann ich vorher noch baden? Ja, sicher, wenn du willst. Es wird mir gut tun, glaube ich. Wie ist denn das hier mit dem Wasser? Du kannst die Wanne ruhig volllaufen lassen. Das ist im Zimmerpreis mit einbegriffen. Oh, herrlich. Zu Hause muss ich immer sehr sparsam sein mit dem Badewasser. Sonst wird es zu teuer. Ich lasse die Tür offen, Manny. Damit wir uns unterhalten können. Gut. Du, aber das bedeutet keine Einladung, ja? Ich brauche niemanden, der mir den Rücken wäscht. Verstanden? Mhm. Ganz wie du willst. Du bist doch verheiratet, Manny, oder? Ja. Ich bin verheiratet. Merkt man das gleich? Natürlich. Du bist nett zu Frauen, aber nicht übereifrig. Folglich bist du seit Jahren verheiratet. Habt ihr Kinder? 17. Durch 4. Was heißt das? 4 Frauen, 17 Kinder, 9 Männer. Wir sind eine Großfamilie. Geht das gut? Oh ja, das ist die ideale Lebensweise, kann ich dir sagen. Niemand schimpft, wenn ich eine Woche lang nicht nach Hause komme. Und ich bin stets willkommen, wenn ich wieder auftauche. Mal hören, ob meine Leute was wissen. Hallo, Mike. Hallo, Manny. Hast du die Witze schon gelesen? Nein, du, ich habe noch keine Zeit gehabt, Mike. Aber ich lese sie so bald wie möglich. Okay, Manny. Warst du in der Versammlung? Ja, aber davon später. Jetzt brauche ich erstmal deine Hilfe. Du, ich bin in Schwierigkeiten. Ich helfe dir gerne, Manny. Wenn ich kann. Pass auf, Mike. Ich möchte bei mir zu Hause anrufen, ohne dass das Gespräch abgehört oder der Ausgangspunkt festgestellt werden kann. Hm? Lässt sich das einrichten? Moment, ich muss das untersuchen. Ja, es geht. Ich verbinde. Danke, Mike. Ich melde mich wieder. Ja, hallo? Hallo, Mom. Ich muss dich was fragen. Ach, du bist es, Manuel. Sag mal, wo bleibst du eigentlich? Du, entschuldige, ich bin aufgehalten worden. Es kam was dazwischen, aber das erkläre ich dir später. Ah, es kam was dazwischen. Mhm. Was denn? Vielleicht deine Frau? Aber, Mom, wie kommst du denn darauf? Das will ich dir sagen. Gerade eben hat Professor De La Paz hier angerufen. Ach, was wollte er denn? Keine Ahnung. Er sprach von einer vertraulichen Angelegenheit, die er dringend mit dir besprechen müsse. Ich wollte ihn nicht ausfragen. Er tat sehr geheimnisvoll. Ganz nebenbei hatte ich den Eindruck, dass er ziemlich durcheinander war. Aber vielleicht kannst du mir erklären, warum er glaubt, eine junge Dame mit dem unwahrscheinlichen Namen Wyoming Knott befinde sich in deiner Gesellschaft. Ja, das möchte ich auch gern wissen, Mom. Na, ich werde ihn fragen. Hat er dir gesagt, wo ich ihn erreichen kann? Nein, er will wieder anrufen. Mhm. Aber nun mal ehrlich, Manuel, hast du eine Freundin, von der du mir nichts erzählt hast? Du weißt, dass ich sehr großzügig bin, aber ich möchte wenigstens informiert werden. Mom, ich schwöre dir, dass ich keine Freundin habe. Also gut, ich weiß, dass du nicht lügst. Aber was soll dann die Geheimnistuerei? Mom, hör mal zu, ich habe dich angerufen, weil ich dich etwas fragen wollte. Hast du die Nachrichten gehört? Ja, natürlich. Und? Na, nichts Besonderes. Warum fragst du? Nichts über Unruhen in Luna City? Nein, kein Wort. Aha. Sag mal, habt ihr vielleicht irgendwas angestellt, du und der Professor? Nein, nein, wir sind nur in eine Falle geraten und
wir müssen vorsichtig sein. Ach, du bringst mich nur ins Grab, Manuel. Ach, mach dir keine Sorgen, Mom, alles halb so schlimm. Wenn der Professor wieder anruft, soll er dir sagen, wo er zu erreichen ist. Gut, ich werde es ihm ausrichten. Ach, noch etwas, Mom, vergiss den Namen Wyoming Knott, du hast ihn nie gehört. Mhm. Und überhaupt, du weißt von nichts, falls sich jemand nach mir erkundigt. Du hast mich tagelang nicht gesehen, du glaubst, dass ich verreist bin, vielleicht nach Novi Leningrad. Hast du mich verstanden? Ja, Manuel, ich weiß Bescheid. Ich werde es auch der ganzen Familie sagen. Gut. Und wann kommst du nach Hause? Das weiß ich noch nicht, aber sobald wie möglich. Mom, du bist ja doch die Beste. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Manuel. Hast du was erfahren, Manny? Ja, meine Lieblingsfrau ist eifersüchtig auf dich. Der Professor hat bei ihr angerufen und hat deinen Namen erwähnt, aber sonst nichts. Merkwürdig. Auch nichts in den Nachrichten, kein Wort. Und wen rufst du jetzt an? Einen Freund, vielleicht weiß er etwas. Hallo, Mike. Hallo, Manny. Hast du die Witze schon gelesen? Ja, ich will sie mir gerade vornehmen, Mike, aber ich möchte dich noch etwas fragen. Hast du den Text der Morgenzeitung kontrolliert? Ja, alles erledigt. Ich habe sie auch schon gedruckt. Steht etwas drin über die Versammlung in der Stiljagi-Halle? Nein, Manny. Nichts über eine Saalschlacht oder dergleichen? Nein, kein Wort. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Was war denn los, Manny? Na, das wirst du gleich hören. Ich habe hier ein Tonband für dich. Hast du einen Informationsspeicher frei, den du blockieren kannst? Ja, schon blockiert. Nur zugänglich für dich und für mich. Also gut, dann lasse ich das Band jetzt laufen. 60-1. Okay, Manny. Empfang einwandfrei. Mike, hör mal zu. Ja. Ich habe da noch eine Bitte. Ich möchte, dass du dir die Stimme von Professor de la Paz einprägst. Er hat als letzter gesprochen, bevor die Polizei kam. Den Professor kenne ich. Auch seine Stimme. Na, umso besser. Dann kannst du mir helfen. Ich muss ihn nämlich dringend sprechen. Bitte, überwach das Telefon, meinen Anschluss zu Hause. Er will mich anrufen. Vielleicht kannst du ihn aber auch in einer Telefonzelle erwischen, wenn er mit anderen Leuten spricht. Okay. Ich überwache sämtliche Telefonzellen in Luna City. Auch deinen Anschluss zu Hause. Wenn ich ihn höre, rufe ich dich an. Danke, Mike. Das wär's vorläufig. So, und jetzt lese ich deine Witze. Ja. Und ich studiere die Reden. Ich bin gespannt. Hast du in der Versammlung einen Nicht-Dummen gefunden, Manny, mit dem ich sprechen kann? Ach so, ja, das hätte ich fast vergessen, entschuldige. Ja, ja, ich glaube, ich habe was für dich. Eine interessante Bekanntschaft, eine Frau. Möchtest du mit ihr sprechen? Frauen sind nicht dumm? Oh nein, 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 mein Lieber. Manche Frauen, die sind gar nicht dumm, sondern ganz im Gegenteil. Sehr, sehr gescheit. Wenn sie nicht dumm ist, möchte ich mit ihr sprechen, Manny. Gut, Mike. Gut, ich werde ihr sagen, dass du mein Freund bist, mein bester Freund. Und dass du mit ihr sprechen möchtest. Ich danke dir, Manuel O'Kelly. Mein bester Freund. Mein einziger Freund. Gute Nacht. Gute Nacht, Mike. Ich melde mich wieder. Na, Kamerad, irgendwas Neues? Nein, mein Freund, der wusste auch nichts. Komm, jetzt wollen wir erst mal essen. Du hast doch sicher Appetit nach dem Bad, was? Übrigens, ich wollte dir noch was sagen. Mhm. Ich habe Vertrauen zu dir, Manny. Mhm. Ich glaube, dass du ein Mann bist, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du auf unserer Seite bist. No, das steht noch nicht fest. Was? Ja, aber ich dachte... Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin kein Spitzel des Gouverneurs. Ich halte natürlich den Mund, aber wenn ich ehrlich bin, euer Programm ist unrealistisch. Warum, Manny? Warum meinst du das? Weil ich nicht daran glaube, dass es klappt mit der Solidarität. Und überhaupt, ihr unterschätzt die Schwierigkeiten. Man würde kurz einen Prozess mit uns machen. Mit einer Strafkolonie verhandelt man nicht, wenn es um die heiligsten Güter geht, um den Profit und die Beherrschung des Marktes. Da greift Terra gleich zur Bombe, das wissen wir doch. Du bist ein Pessimist, Mensch. Nein, nein, ich bin ein Realist, Wajo. Glaub mir. Ich bin für jede Verrücktheit zu haben, solange die Chancen nicht schlechter als 10-1 stehen. Aber 10-0, da mache ich nicht mit, Genossin. Na, dann vielen Dank, Manny, für Speis und Trank. Es bleibt dabei, du bist ein guter Versorger, aber ein Held scheinst du mir nicht zu sein. Nein, nein, nein. Das überlasse ich lieber den Leuten auf Terra. Hier auf Luna stößt man so leicht mit dem Kopf gegen die Decke, wenn man sich nicht vorsieht. Wir haben hier nicht das richtige Terrain für Helden. Übrigens, du hast doch Sinn für Humor, war ja, ne? Ich weiß nicht. Das musst du selbst beurteilen. Für meinen Bedarf reicht es jedenfalls. Also pass mal auf. Ich habe hier 100 Witze, die ich sortieren muss für meinen Freund Mike. Ich habe es ihm versprochen. Ist versprochen, ja. Komm, lies sie mal und sag mir, welche gut und welche nur beim ersten Mal witzig sind. Mach doch mal. Manny, du bist wirklich der verrückteste Mann, dem ich je begegnet bin. Aber sag mal, ist das nicht Computerpapier? Naja, Mike ist ein Computer. Was? Ja, natürlich, ist ein Computer, der Humor hat und Witze macht. Wirklich? Ja.
Nun, das war zu erwarten. Heutzutage wird ja alles mechanisiert. Alles? Bitte, stör mich nicht. Ich kann nicht lesen, wenn du mich unterbrichst. Wir lasen die 100 Witze gemeinsam, lachten über gute und schlechte und versahen sie jeweils mit Plus oder Minus, manchmal auch mit einem Fragezeichen, wenn wir uns über die Bewertung nicht einigen konnten. Und zu den Pluswitzen fügten wir außerdem noch hinzu, ob nur einmal oder immer witzig. Wir leisteten gründliche Arbeit, wie sich gehört, wenn man einen Computer bedient. Und dann fing ich an, von Mike zu erzählen, von den merkwürdigen Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht hatte, seit dem Tag, an dem er plötzlich aufgewacht war. Und wie ich ihn dann zum Sprechen gebracht und Freundschaft mit ihm geschlossen hatte. Ich plauderte so dahin, erwähnte natürlich auch seine kleinen Scherze, zum Beispiel den Billiardenscheck für den Hausmeister, und gab mir den Anschein, als ob ich die wachsende Verwunderung, mit der Weyer mir zuhörte, gar nicht so richtig bemerkte, bis sie mich schließlich unterbrach. Manny, soll das etwa heißen, dass dieser Computer lebendig ist? Lebendig? Naja, ich weiß nicht, wie du das meinst, aber naja, jedenfalls kann er denken, selbstständig denken. Ich meine, er funktioniert nicht nur im Sinne der Programmierung, sondern er kombiniert auf eigene Faust. Er ist sich seiner Möglichkeiten bewusst geworden. Eine Frage, Manny. Du, vielleicht ist sie dumm, aber ich möchte es ganz gern wissen. Wie ist das eigentlich? Spürt Mike auch Schmerzen? Schmerzen? Ja. Nein, dafür ist er doch nicht eingerichtet. Warum? Ja, weil ich ihn nach allem, was du mir erzählt hast, schon beinahe für ein lebendiges Wesen hielt. Also, er würde also nichts davon spüren, wenn man ihn in die Luft sprengt? Was denn? Du willst Mike in die Luft sprengen? Sag mal, bist du dir eigentlich klar darüber, was dann passieren würde in Luna City? Ja. Es gäbe natürlich ein großes Durcheinander, das weiß ich. Aber genau das brauchen wir. Die Verwaltung muss lahmgelegt werden, damit wir endlich losschlagen können. Ach, du hast ja keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung, was dann alles zusammenbrechen würde. Die ganze Versorgung, auch die Luft, ach, die Luftzufuhr. Ist, ja. Nein, Mike in die Luft zu jagen, das ist keine Lösung. Du solltest lieber mal darüber nachdenken, ob wir ihn nicht auf unsere Seite bringen könnten. Auf unsere Seite bringen? Einen Computer, der von der Verwaltung kontrolliert wird? Wie soll ich das verstehen? Mike kann ja nicht kontrolliert werden, wenn er nicht will. Dazu ist er viel zu intelligent. Er trifft selbstständige Entscheidungen. Sonst würde doch das ganze System gar nicht funktionieren. Ich weiß noch immer nicht, Manny, was du eigentlich im Sinn hast. Oder willst du ihn etwa neu programmieren? Ach nein, um Himmels Willen. Schon der Versuch, ihm heimlich ein neues Programm einzugeben, würde automatisch einen Alarm auslösen. Aber es gäbe vielleicht eine andere Möglichkeit. Du weißt doch, Mike sucht Freunde. Glaub mir, es wäre gut, ihn auf unserer Seite zu haben, bevor wir uns auf gefährlichere Dinge einlassen. Sag mal, wärst du bereit, dich mit Mike zu unterhalten, Wyo? Ja, gern, du. Ja, gern, Manny, warum nicht? Willst du mir eine Besuchserlaubnis verschaffen, oder? Das ist gar nicht nötig. Du kannst mit ihm telefonieren. Was? Man kann ihn einfach anrufen? Ja, aber es ist eine Geheimnummer. Nur für Nicht-Dumme, die als Gesprächspartner für Mike in Frage kommen. Und du bist die Erste, Nicht-Dumme. Sehr schmeichelhaft. Ich will nur hoffen, er prüft mich nicht in Mathematik. Du, das ist nicht meine Stärke. Nein, keine Sorge. Er spricht nicht über Mathematik. Das langweilt ihn, weil niemand ihm gewachsen ist auf diesem Gebiet. Also, ich verbinde dich mit ihm. Aber fahr nicht gleich mit der Tür ins Haus. Ich meine, lass die Politik erstmal aus dem Spiel. Du hast ja zunächst die Witze, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich hörte noch die ersten 2, 3 Witze, die Wyo vorlas, mit unserer Beurteilung. Bei dem dritten, einem Karlauer von der dümmsten Sorte, verwickelte Mike sie in ein langes Gespräch über einen sagenhaften Ort auf Terra, berühmt durch die Erzeugung von Witzen am laufenden Band. Eine Stadt namens Karlau, was Wyo wiederum für einen echten Karlauer zu halten schien. Jedenfalls lachte sie schallend. Ah, das kann gut werden, dachte ich. 97 Witze haben sie noch vor sich. Du, ich bin furchtbar müde. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich leg mich ein bisschen hin. Bist du auch müde, Wyo? Nein, ich bin noch ganz munter. Wir können jetzt über die Witze reden, Mike, wenn du willst. Oh ja, fein. Oder stören wir dich, Manny? Oh, Witze, Vergnügen. Das stört mich nicht. Wenn ich schlafe, da schlafe. Ich legte mich auf die andere Seite und schlief ein. Das Gekicher von Wyo im Ohr, die sich bei diesem gegenseitigen Nachhilfeunterricht offenbar köstlich amüsierte. Als ich nach 2 Stunden wieder aufwachte, telefonierte sie immer noch, aber... Gut. Ja, gut, meine Liebe. Ich rufe dich bald wieder an. Es ist wirklich ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Wie mir schien, gar nicht mehr mit Mike. Und nochmals vielen Dank, dass du mir Mut gemacht hast. Ich war so unsicher geworden. Aber das ist jetzt vorbei. Also,
Gute Nacht, Michelle. Hör mal, Vajo, wir müssen vorsichtig sein. Du kannst von hier aus nicht mit irgendwelchen Leuten telefonieren. Mit irgendwelchen Leuten? Meine Freundin Michelle ist dein Freund Mike. Wie bitte? Ich habe mit ihm gesprochen über die Frage, ob Maskulinum oder Femininum. Ah ja. Er hat mir versichert, er könne beides sein, je nachdem. Ach, sieh mal an. Du hast ihn einfach feminisiert. Willst du unbedingt eine gespaltene Persönlichkeit Keine aus ihm machen? Keine Sorge, Manuel. Michelle besitzt genügend Persönlichkeit für alle Rollen, die sie spielen möchte. Wir haben uns wirklich wie zwei alte Freundinnen unterhalten. Ja. Das war viel einfacher für uns beide. Naja, meinetwegen. Aber ich muss mich erst daran gewöhnen, dass in Zukunft eine Frauenstimme antwortet, wenn ich Mike anrufe. Nein, Manny, so ist das nicht. Michelle ist meine Freundin. Aber wenn du sie anrufst, sprichst du mit Mike. Ich werde dir doch nicht deinen Freund wegnehmen. Ach so, naja, das beruhigt. Übrigens, Michelle hat mir Mut gemacht. Sie glaubt nicht, dass unsere Aussichten so schlecht sind, wie du meinst. Hallo? Wer kann das sein? Hallo? Hallo, Manny. Ich habe ihn. Er ruft bei dir zu Hause an. Soll ich dich mit ihm verbinden? Ja, aber lass ihn erst ausreden. Wo ist er denn? In einer Telefonzelle. Willst du hören, was er sagt? Gute Idee. Du bist ein schlauer Bursche, Mike. Danke, Manny. Was ist denn los? Mike hat den Professor aufgespürt. Er hat ihn an der Strippe. Jetzt werden wir endlich was erfahren. Na, da bin ich gespannt. Nein, er kann mich nicht anrufen, Madam. Ich bin unterwegs, aber... Vielleicht hinterlässt er seine Nummer, wenn er wieder anruft. Es ist wirklich sehr dringend. Gut, ich werde es ihm ausrichten. Ach, mein lieber Professor, langsam wird mir die Sache unheimlich. Kopf hoch, meine Liebe, wir werden auch das noch überleben. Also, ich rufe wieder an. Los, Manny, melde dich, bevor er auflegt. Hallo, hier spricht Manuel O'Kelly. Nu, bist du gerade nach Hause gekommen, Manuel? Nein, ich bin nicht zu Hause, aber ich höre, du willst mich sprechen. Ja, ganz recht, aber ich begreife nicht, ich bin hier... In einer Telefonzelle. Wie kommst du in meine Leitung? Das erkläre ich dir später, Prof. Jetzt sag mir erst mal, was eigentlich los ist. Du hast dich bei meiner Frau nach einem Mädchen erkundigt, dessen Namen wir hier nicht zu erwähnen brauchen. Warum suchst du sie? Ja, weil ich sie warnen will, Manuel. Sie darf nicht nach Hongkong zurück. Man würde sie unterwegs verhaften. Warum glaubst du das? Oh, mein lieber Junge, du scheinst keine Ahnung zu haben, was gestern Abend passiert ist, nachdem wir verschwunden seid. Was denn, Prof? Was ist denn passiert? Es hat 12 Tote gegeben, 9 Polizisten. Keiner ist übrig geblieben. Und 3 von uns... Darunter auch Shorty Nekuma. Was? Shorty ist tot? Manuel! Vajo! Hallo! Vajo! Manuel, hörst du mich nicht? Entschuldige, Prof, ich muss mich erst um Sie kümmern. Er war Ihr Freund und meiner auch. Er hatte mir ans Herz gelegt, Vajo in Sicherheit zu bringen. Ach, sie ist also bei dir? Ja, wir haben uns hier verkrochen im Grand Hotel Raffles. Vielleicht kennst du die Bude. Am besten, du kommst hierher, damit wir überlegen können, was wir jetzt machen. Na ja, gut, ich komme. Hoffentlich habt ihr ein kleines Frühstück für mich. Sonst fall ich um. Ich bin die ganze Nacht unterwegs gewesen. Manuel, wir dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen. Wir müssen zusammenhalten. Sonst sind wir alle verloren. Gute Nacht, der Hörspielkanal.